Hallo, herzlich willkommen zu der heutigen Yogastunde, die ein bisschen kürzer ausfallen wird, weil sich herausgestellt hat, dass doch die kürzeren Filme auch den größeren Zuspruch haben. Ich möchte gerne mit euch sanft in einige Übungen gehen für die Blase. Und dafür brauchen wir recht viele Dehnungen über die Rückseite des Körpers und das kann also ganz gemütlich werden. Dann, so wie ihr mögt, sitzen oder liegen für die anfängliche Meditation. Wenn die Augen sanft geschlossen sind, das zur Ruhe kommen beobachten, der Körper entspannt sich in seine Haltung hinein, die Seele entspannt sich in das Erleben dieses Augenblicks hinein, in dem der Augenblick begrüßt wird, nichts gefordert oder erwartet wird, sondern dem Augenblick ganz offen begegnet wird. So fühle und erlebe ich mich in diesem Augenblick. Achtsam werden und bleiben. Sorgfältig hineinspüren. Ankommen in der direkten Wahrnehmung dessen, was ist, so fühle ich mich jetzt. Angesichts dessen, was sich da zeigt, beginnen loszulassen. Das Loslassen begleiten und begünstigen durch das bewusste Ausatmen. Anstrengung, Spannung, Ablenkung, Unruhe, ausatmen, ausatmen. Die Positivität des Ausatmens und Loslassens wahrnehmen. Nicht wegschieben, sondern in Freiheit setzen. So wie man einen Vogel aus der Hand in Freiheit setzen würde. All das loslassen, was es noch verhindern kann, sich in diesem Moment ganz und gar wohl zu fühlen, übermäßigen Druck loslassen. Übermäßigen Druck, der sich zeigt als Muskelspannung, ausatmen und loslassen. Übermäßigen mentalen Druck,
Ausatmen und loslassen. Ich habe Gedanken. Ich bin nicht meine Gedanken. Ich verliere nichts von mir. Wenn ich die Gedanken loslasse, die mir Druck machen, loslasse. Unliebsame Emotionen, Gefühle, ausatmen und loslassen. Ich habe Emotionen, ich bin nicht meine Emotionen. Ich verliere nichts von mir, wenn ich meine Emotionen loslasse. Das wiederholte Loslassen macht uns pur und klar und lässt immer mehr das hervorscheinen, was wir wirklich sind. Und so kommen wir in den Genuss mit dem Loslassen, uns selbst immer deutlicher zu spüren. Ich komme bei mir an. Einfach und unkompliziert, wahrhaftig und befreit von allem Unnötigen. Ich komme bei mir selber an, entspannt und gelöst. Befreit von allem Unnötigen, authentisch, klar, ruhig, sehr angenehm. Das Daseinsempfinden, das sich als Ich-Gefühl zeigt, ich bin da, ist wie ein inneres Licht, das in der Gelöstheit aufleuchten darf. Und so bleiben wir uns selbstbewusst, innerlich strahlend, ganz ruhig und entspannt. Für einige Momente in einem stillen Erleben ruhen in uns selbst geborgen aus. Ich erlebe mich. Ich fühle mich. Ich strahle in aller Ruhe wie Licht. Ich fühle mich. Ich erlebe mich. Strahle in aller Ruhe wie Licht. Ich fühle mich, ich erlebe mich in aller Ruhe. Strahle ich wie Licht.
die deutlichere Wahrnehmung von einem Selbst aufrechterhalten, um diese nun mit hineinzunehmen in die nach außen gerichtete Wahrnehmung und auch in die Durchführung der Übung. Noch einmal gut durchatmen. Zum eigenen Zeitpunkt mit dem tieferen Atmen wieder in Bewegung kommen, gemütlich recken und strecken. Wir hatten im letzten Monat Übungen für die Galle gemacht und dazu gehörten vor allem auch die seitlichen Dehnungen, weil der Energielauf seitlich ist. Und wenn wir Übungen für die Blase machen, gehen wir vorwiegend in eine Dehnung der Rückseite, weil der Energielauf der Blase auf der Rückseite entlang läuft, von den Augen über den Kopf hinten hinunter bis zu den kleinen Zehen. Um zu Beginn treffen wir uns im vierfüßigen Stand und stellt bitte im Vierfüßler den auf der rechten Seite die Zehen auf, 03 Grad Rücken, ne, so wie ihr es kennt, ein bisschen Höhe holen aus den Schultern und schieben nach hinten, dehnen uns über die rechte Ferse, bleiben hier einen Moment, ruhiger, tiefer Atem. Nochmal tief ein. Und aus, abstellen, einmal zwischendurch atmen. Andere Seite links die Zehen aufstellen und schieben die Ferse nach hinten. Bleiben einen Moment, ruhiger, tiefer Atem. Nochmal tief ein, aus, absetzen, stellen auf beiden Seiten die Zehen auf, nochmal tief ein für Meruasana, aus, Puch hoch, bleiben hier, gemütlich rechts, links, Knie beugen, recken, strecken. Wenn es euch unangenehm viel wird, setzt ihr zwischendurch auch die Füße ab. Schieben beide Ferse nochmal in Richtung zum Boden. Halten einen Moment. Noch ein bisschen mehr Länge holen aus den Schultern. Ruhig ein und aus. Wenn nötig, aus über den Mund. Noch einmal tief ein und aus. Knie absetzen, bring den Po nach hinten. Ihr könnt die Knie auch ein bisschen auseinanderlegen, Arme ganz lang. Weit über die Finger strecken, Kopf runter. Atmen in den gedehnten Rücken, bleiben hier einen Moment. Zumindest 6 tiefe, ruhige Atemzüge schöpfen.
Nochmal gut durchatmen. Schauen dann nach vorne, so dass ihr gucken könnt. Und ihr zieht die Ellbogen heran und legt den Kopf dann in die Hände und trippelt ganz sachte mit den Ellbogen heran. Schultern weg von den Ohren, langer Nacken. Werdet ganz lang über den Nacken, indem ihr vorsichtig mit den Händen so ein bisschen Zug gebt. Kinn in Richtung zur Kehle, Schultern weg von den Ohren. Bleiben hier einen Moment. Wenn es sich gut anfühlt, trippelt ihr noch ein bisschen dichter ran. Bleiben hier ruhiger, tiefer atmen. Gemütlich über den Nacken dehnen. Sachte erst die Hände wieder ablegen. Heben den Kopf. Augen auf, kommen mit geradem Rücken nicht hinauf, Finger verschränkt, legen die Hände an den Nacken, Kopf fällt in die Hände, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Federt ihr ein bisschen mit den Ellbogen, könnt auch im Kniestand sein, wenn euch das sonst unangenehm ist, zu sitzen. Und lassen das Ganze ausschwingen, Hände rutschen hinunter und schütteln aus. Komm noch einmal nach vorne in den Vierfüßler, gut durchatmen, stellen den rechten Fuß vorne ab. Hände rechts, links, neben dem Fuß und so wie es geht, bewegt ihr euch mit dem Po in den Rückwärtsgang und bleiben hier, könnt auch hinterherlaufen mit den Händen, wenn das nötig ist und wenn nicht mehr Dehnung möglich ist, bleibt ihr, Kopf sinkt. Die Übung ist nicht zu versuchen, sich nach hinten zu setzen. Ne? Das ist wäre für viele auch von euch für das Knie möglicherweise zu viel, sondern ihr bewegt euch nur wenig nach hinten, aber streckt vorne das Bein und um das Ganze zu steigern, möglicherweise auch noch vorne die Fußspitze heben, Kopf senken und bleiben hier. Atem fließt ruhig weiter, probiert euch das aus, wie sehr ihr vorne die Fußspitze heben könnt. Passt auf, dass ihr die Fußsohle nicht inwärts wegdreht. Ne, ihr könnt auch vorsichtshalber mit der rechten Hand an der Außenkante vom Fuß fassen, dass ihr eher mit der Außenkante wirklich nach außen zieht. Könnt euch auch vorstellen, am Sitzbeinhöcker wäre ein Faden und ihr würdet das ganze Bein in Verlängerung nach hinten ausstrecken. Wenn nötig, verschnaufen. Komm wieder nach vorne mit einem Einatmen, vorne beugen. Und stellt hinten die Zehen auf und halten uns auch hier einen Moment, schieben jetzt mit der hinteren Ferse nach hinten, bleiben hier schön Halt weiterhin geben, Atem fließt ruhig vor sich hin, Ferse schiebt nach hinten, halten, ruhiger Atem. Wenn es euch zu viel wird, setzt ihr zwischendurch hinten das Knie ab. Halten einen Moment. Wer kann, lässt die Hände natürlich auch leicht
werden. Nochmal tief ein und aus, Knie hinten wieder zum Boden, beide Füße wieder nach hinten, tauchen nochmal ab, Kopf sinkt hinunter, Arme lang, könnt die Beine auch ein bisschen auseinandernehmen, Knie ein bisschen auseinander, langer Rücken, Becken sinkt nach hinten unten, Arme lang, atmen in den gedehnten Rücken. Mit einem nächsten tiefen Einatmen wieder hinauf in den Vierfüßler. Aus, hier ankommen, linker Fuß nach vorne. Wenn ihr hier Halt habt, langsam, langsam vorne strecken. Und wenn es geht, auch noch Fußspitze heranziehen. In Verlängerung vom linken Bein nach hinten strecken. Bleiben hier, Kopf sinkt, probiert euch das aus, wie weit ihr hier gehen könnt. Ruhiger, tiefer Atem. Wenn es nicht geht, lasst ihr den Fuß einfach lang. Wenn es geht, Fußspitze herangezogen an der Außenkante vom Fuß. Eher ziehen, ne? Nicht erlauben, dass der Fuß nach innen wegdreht. Ruhiger Atem. Wenn nötig, über den Mund ausatmen. Gehen weiter, nach vorne schauen. Beugen wieder vorne das Knie tief ein. Hinten Zehen aufstellen und aus, Ferse schiebt nach hinten und bleiben hier. Gebt euch Halt mit den Händen und aktiv schiebt die rechte Ferse nach hinten zum Boden. Ruhiger, tiefer Atem. Wenn nötig, über den Mund ausatmen. Die Blase hat viel damit zu tun, mit Druck vernünftig umzugehen, nicht allzu viel Druck zu halten, aber durchaus auch fähig zu sein, Druck auszuhalten, ein mittleres Maß zu finden von Spannung und Entspannung, die Belastbarkeit auch richtig einzuschätzen. Lösen das wieder auf, tief ein, das Knie hinten absetzen, aus, Beinknie nach hinten kommen, hinunter auf den Baum, Hände aufeinander, Stirn darauf, bleiben einen Moment, ruhiger, tiefer Atem, die Fersen kippen locker zu den Seiten. Die Bauchlage Unmukhasana noch einmal nutzen für das innere Bild. Übermäßigen Druck mentaler Art, emotionaler Art und körperlicher Art loszulassen, abfließen lassen. Die Qualität des Loslassens ganz klar erkennen, um sich selbst auch darin zu bestärken, immer wieder loszulassen, als ein guter Weg, um positive Entwicklungen zu begünstigen. Wir sprechen den Bauchraum an, die Rückenmuskeln und unterstützen die Gesundheit der Blase
mit der Einbeinhebung aus der Bauchlage. Wer zu einem hohen Blutdruck neigt, ist besser bedient, wenn die Arme nach vorne ausgestreckt sind. Hände liegen flach am Boden. Wenn der Blutdruck grundsätzlich okay ist, ist es noch schöner, wenn die Arme neben dem Körper liegen, Ellbogen etwas herangezogen, nicht locker lassen. Die Arme nicht locker zu den Seiten legen, Handinnenflächen zum Boden. Schließen die Füße, runterschauen, ganz gleich, ob ihr die Arme ausgestreckt habt oder nach hinten gelegt habt. Fersen parallel oder sogar geschlossen. Ein Hauch von Druck geben auf die Knie, auf die Oberschenkel. Becken kippt so ein bisschen, als wollte man den Bauch einziehen. Und von hier aus geht es los. Erst alle Luft raus, aus, aus, aus. Und langsam tief ein, das rechte gestreckte Bein heben. Über die Ferse ruhig dehnen oder auch über den spitzen Fuß. Über die Ferse habt ihr mehr davon. Und aus, ablegen, als wäre das Bein etwas länger geworden. Einmal zwischendurch atmen. Noch einmal tief ein, ausstrecken, heben, nicht überkreuzen, rechtes Bein bleibt auch auf der rechten Seite und aus, ablegen, einmal zwischendurch atmen, noch einmal tief ein, heben, kurz halten. Und aus, ablegen, als wäre das Bein etwas länger geworden. Einmal zwischendurch atmen. Anderes Bein, tief ein, links, ausstrecken, heben, kurz halten. Und aus, ablegen, das Bein ist ein bisschen länger geworden vom Gefühl her. Einmal zwischendurch atmen. Noch einmal, Becken ein bisschen gekippt, ne? Tief ein, links heben und aus, hinunter, einmal zwischendurch atmen, wieder tief ein, strecken, heben, kurz halten. Und aus, ablegen, Arme locker, Beine locker, Kopf zur Seite gedreht, zwei, dreimal durchatmen. Kopf auch mal zur anderen Seite gedreht, zwei, dreimal durchatmen. Erlaubt beim Durchatmen, dass sich der untere Rücken durch den Atem bewegen darf. Nochmal gut durchatmen, Kopf wieder mittig, Füße geschlossen, Hände neben der Brust für Bhujangasana, Ellbogen ziehen in Richtung zur Taille, Hauch von Druck mit den Knien zum Boden, alle Luft raus, aus, aus, aus und langsam tief ein, Kopf, Oberkörper heben, nach vorne oben schauen. Und aus, ablegen, Kinn herangezogen, einmal zwischendurch atmen. Und wieder tief einheben. Aus, ablegen, einmal zwischendurch atmen. Wieder tief einheben. Der Atem hebt uns.
Aus hinunter, einmal durchatmen. Noch einmal tief ein, die Stärke des Körpers spüren im Rücken. Der Atem hilft, löse das Ganze auf, aus dem Po nach hinten zu den Fersen. Bleiben einen Moment ruhig und tief ein und aus. Kopf bleibt gesenkt, heben lediglich die Arme, tief ein in den rechten Arm, nach vorne strecken, heben, kurz halten, noch ein bisschen länger werden, aus, ablegen, andere Seite, ein links strecken, heben, Kopf bleibt unten und aus, ablegen, wieder rechts, einstrecken und heben. Kurz halten, aus, ablegen, spür die Spannung im Rücken, beim Heben ein starker Rücken und aus, andere Seite ein rechtsheben, starker Rücken und aus und links, tief ein, heben, strecken, starker Rücken. Aus, hinunter, einmal zwischendurch atmen. Heben dann langsam den Kopf mit geradem Rücken hinauf. Sitzen einen Moment auf den Füßen, Augen zu, Schultern locker. Um den Körper herum die Form einer Pyramide visualisieren, quadratische Grundfläche und die Spitze der Pyramide oberhalb des Kopfes. Die quadratische Grundfläche steht für unseren physischen Körper, unser physisches Dasein. Und der Punkt, der ein absoluter Punkt ist und nicht zu verorten, an sich nicht zu verorten ist, steht für das Geistige, das Bewusstsein, das den physischen Körper durchdringt. Sorgfältig den Körper wahrnehmen. Während das Bewusstsein den Körper erfasst, voller Freundlichkeit und Fürsorglichkeit sein, dem Körper gegenüber, den Körper fühlen lassen, dass man es gut meint mit ihm, interessiert ist an seinem Wohlbefinden, frei von Urteil und Bewertung, sondern voller Wertschätzung, voller Dankbarkeit und nehmen in dieser freundlichen Haltung dem Körper gegenüber den Druck von ihm. Er muss keiner speziellen Vorstellung entsprechen. Der Körper empfängt unsere Zuneigung, unser Wohlwollen, auch unsere Unterstützung, unsere Liebe, unsere Anerkennung. Und übermäßiger Druck fällt ab. Noch einmal gut durchatmen. Lösen die sitzende Haltung wieder auf. Kommen im Sitzen in die Vorbeuge, Paschimottanasana. Dafür die Gesäßhälften so ein bisschen zu den Seiten nehmen. Und es kann sein, dass die Bewegung sehr klein aussieht. Ein kleines Stückchen und weiter geht es nicht. Dann akzeptiert das bitte
und zottelt nicht an euch rum, sondern findet möglicherweise auch einen Kompromiss, der darin bestehen könnte, die Knie ein bisschen zu beugen. Man probiert erst einmal aus, Füße geschlossen, stützt euch hinten mit den Händen ab, holen Länge aus dem Rücken und lehnen uns nach vorne. Und ganz gleich, wie weit ihr euch nach vorne lehnen könnt, fast dann nach vorne. Vielleicht kommt ihr auch weiter, na wunderbar, dann kommt ihr weiter. Und dann senkt ihr den Kopf. Mit dem Senken des Kopfes kann es sein, dass die Dehnung sehr stark wird. Ihr variiert die Dehnung, indem ihr den Kopf ein bisschen hin und her bewegt. Oder indem ihr die Beine wechselseitig streckt, regelt. Oder indem ihr die Füße bewegt, heranzieht, streckt oder auch nur die Zehen beugt und streckt. Probiert euch das bitte aus, wie ihr in der Vorbeuge in diesem Moment eine angenehme Dehnung über die Rückseite realisiert. Wer weiterkommt, geht weiter. Wenn ihr zu den Füßen kommt, fasst ihr zu den Füßen, dass ihr es verhindert, dass sich die Fußsohlen zueinander drehen. Könnt auch die kleinen Zehen mal so ein bisschen massieren. Nach dem eigenen Körperempfinden weiterhin ein bisschen den Kopf hin und her bewegen, die Dehnung verändern über den Rücken. Möglicherweise kann eine Dehnung wahrgenommen werden, die über die ganze Rückseite entsteht, über den Nacken bis zur Stirn oder auch bis zu den Augen. Macht euch vollkommen frei davon, dass das größere Bewegungsausmaß nach vorne den besseren Erfolg geben wird oder besser ist. Es ist gut, wenn ihr die Dehnung über die Rückseite spürt und das kann auch hier gegeben sein. Wenn ihr einen Gürtel zur Hand habt, könnte man sich natürlich auch mit Gürtel helfen. Bleibt so ein bisschen in Bewegung. Vielleicht den Kopf auch noch mal ein bisschen bewegen. In die Bereiche hineinatmen, die gedehnt werden. Mit dem Ausatmen immer wieder loslassen. Möglicherweise gibt der Körper nach und nach etwas mehr Dehnbarkeit her, aber es ist auch schon ein Erfolg, wenn der Körper einfach in der gleichen Position bleibt, aber ihr fühlt, aha, es wird akzeptabler und angenehmer in der Haltung zu sein. Auch das ist schon ein schöner Erfolg. Und wenn ihr zu viel Druck gebt, zu erwartungsvoll seid, zu viel drängt, werdet ihr weniger erfolgreich sein, als wenn ihr da geduldig und freundlich mit dem Körper umgeht. Um das Ganze wieder aufzulösen, erst den Kopf heben, nach vorne schauen, komm mit geradem Rücken hinauf und dann nehmt ihr sofort das rechte Knie mit und zieht das rechte Knie heran, überkreuzt. Wenn die Hüfte operiert wurde, nicht überkreuzen, lasst ihr den rechten Fuß auf der rechten Seite.
Fasse das Bein mit dem linken Arm, rechte Hand tippt hinten zum Boden, so wie es kennt. Mit dem Einatmen nach rechts drehen oder sogar nach hinten schauen. Ruhiger Atem, bleiben hier, Augen ruhig zu und verweilen. Übermäßige Spannung rausnehmen, aus dem Gesicht, aus den Schultern, aus den Armen. Übermäßige Spannung rausnehmen aus dem Brustkorb, dem Rücken und dem Bauch, auch wenn natürlich etwas Spannkraft gebraucht wird, um konsequent nach oben zu strecken und aufgerichtet zu bleiben. Das widerspricht sich nicht. Wir können eine Spannkraft in uns haben und reduzieren auf die Spannkraft, die gebraucht wird, um aufgerichtet zu bleiben. Und das übermäßige Maß können wir rausnehmen. Die Beine können recht locker sein. Druck rausnehmen. Womöglich sich selbst auch freundlich zusprechen. Ich lasse los. Lasse los. Lasse los. Noch einmal tief ein. Aus, wieder alles zur Mitte. Beine lang, Hände neben den Hüften. Rechte, linke Seite vergleichen. Gehen genauso in die andere Seite, Augen auf, links über rechts oder auch auf der gleichen Seite lassen. Ne? Wenn die Hüfte operiert ist, ist das Überkreuzen nicht günstig. Fassen das Bein, linke Hand tippt hinten zum Boden in einer Spur mit dem Kreuzbein und drehen dann tief ein nach links, zur Seite oder nach hinten schauen. Bleiben hier, ruhiger, tiefer Atem, Augen ruhig geschlossen und nehmen Druck und Spannung raus, hin zu einem mittleren Maß, das gebraucht wird, um aufgerichtet zu bleiben und im Gefühl des Aufwärtsstrebens zu bleiben. Ihr könnt das nochmal experimentieren, wie anders das Körperempfinden ist, wenn ihr sinken lasst und sinken lasst, ganz weich werdet im Bauch- und Beckenboden oder wenn ihr euch absichtlich etwas hebt und eine gesunde Spannkraft in der Körpermitte entsteht und auch im Rücken. Etwas gehoben am Schädeldach, von außen nicht zu erkennen, ob jemand dieses absichtliche Aufwärtsstreben angenommen hat oder nicht. Ja, man kann auch sehr schön aufgerichtet sitzen und trotzdem in der Körpermitte ganz lasch sein. Ihr hebt euch etwas und ein mittleres Maß, keine wirkliche Spannung, auch nicht lasch, nein, ein mittleres Maß, in dem man sich aufwärtsstrebend empfindet. Ich gebe euch ja oft dieses Bild wie ein Grashalm, der Sonne entgegen wächst, in sich beweglich, nie starr und immer mit diesem zarten Impuls des Hinaufgehens bei aller Verwurzelung. Noch einmal tief ein
Und aus, wieder alles zur Mitte. Stellen die Füße auf, die Beine umfassen, Kopf sinkt hinunter. Und dann lasst bitte nochmal vom Hinterkopf über den Nacken, über den Rücken, alle Spannung nach hinten abfließen. Loslassen, in die ganze Breite und Länge des Rückens hineinatmen. Wiederholen von hier aus Navasana, die Bootspose und Navakriya, das Rudern in der Bootspose in einer leichten Form, Knie parallel. Heben dann langsam den Kopf, dass ihr schauen könnt, tief ein, zurücklehnen, kurz halten. Aus, nach vorne kommen, einmal zwischendurch atmen. Noch einmal, tief ein, zurücklehnen, kurz halten. Aus, nach vorne kommen, einmal zwischendurch atmen. Noch einmal, zurücklehnen, kurz halten. Aus, nach vorne kommen, einmal zwischendurch atmen. Noch einmal, tief ein, zurücklehnen, Daumen fest, nicht atmen und rudern vorwärts. Dabei habt das Bild vor Augen, wie ihr Energie hochwirbelt aus dem Becken in den Oberbauch. Ist die Luft verbraucht? Aus, nach vorne lehnen, einmal durchatmen. Nochmal, tief ein, zurücklehnen, Fäuste fest. Nicht atmen, rudern. Luft anhalten. Ist die Luft verbraucht? Aus, nach vorne lehnen, einmal durchatmen. Nochmal, tief ein, zurücklehnen, Fäuste fest. Nicht atmen, rudern, Gesäß, Beckenboden spannen an, Bauchdecke fest. Ist die Luft verbraucht? Aus, nach vorne lehnen, gut durchatmen. Legen uns hin, tief ein, nochmal zurücklehnen. Aus, abrollen und im Liegen die Füße aufstellen, kleine Lücke zwischen den Füßen, Zehen nochmal aufstellen. Rollen ein paar Mal auf und ab, Kinn ist herangezogen, alle Luft raus, aus, 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 Druck geben auf die Füße, tief ein, aufrollen. Knie bleiben parallel, halten einen Moment und ausatmend abrollen im Liegen, einmal zwischendurch atmen. Noch einmal tief ein, aufrollen, kurz halten. Aus, ab, rollen. Einmal zwischendurch atmen. Tief ein, auf, rollen. Druck geben auf die Füße, Knie parallel zum Schluss. Druck geben auf die Schultern, Kinn zur Kehle. Und aus, ab. Rollen, Rücken liegt schön flach am Boden, Rücken bleibt liegen, nur das linke Bein ausstrecken, heben das rechte Bein senkrecht hinauf, am Oberschenkel das Bein halten,
Wenn ihr könnt, Fußspitze heranziehen, so wie es geht. Linke Ferse gibt etwas Druck zum Boden. Rücken runter, Kinn ist herangezogen, spannen in 3 Wiederholungen an. Mit einem tiefen Einatmen das gestreckte Bein zu den Händen bewegen, Spannung halten und aus, langsam Spannung raus. Vielleicht kannst du das Bein ein bisschen dichter ranziehen. Nochmal, tief ein, anspannen. Und Ausspannung rausnehmen. Noch einmal. Tief ein, anspannen. Und Ausspannung raus. Atem fließt. Du kannst höher rutschen mit den Händen am Bein, das Bein heranziehen. Halten einen Moment die Dehnung über das gestreckte Bein. Auch wenn du das Bein senkrecht halten kannst und gestreckt ist das schon wunderbar. Der Kompromiss ist, das untere Bein zu beugen, dass du oben den Spielraum hast, mehr das gehobene Bein heranzuziehen. Es ist ein schlechter Kompromiss und verdirbt die Übung, wenn ihr das Knie beugt und dann ranzieht. Wir wollen jetzt die Dehnung über das rechte Bein erzeugen. Ihr könnt also unten beugen, aber nicht oben. Mal noch einmal tief ein und aus, ablegen. Einmal zwischendurch atmen. Rechts, links vergleichen. Für die andere Seite. Füße schließen, Rücken runter, linkes gestrecktes Bein, tief ein, hinauf und bleiben hier, Atem fließt, rechte Ferse, gibt etwas Druck zum Boden, Lendenwirbelsäule runter und spannen 3 Wiederholungen an, mit einem tiefen Einatmen das gehobene Bein zu den Händen bewegen, anspannen und halten. Und aus, langsam Spannung raus, nochmal, tief ein, anspannen, aus, Spannung raus, vielleicht ein bisschen dichter ranziehen, noch einmal, tief ein, anspannen. Ausspannung raus, Atem fließt, kannst vielleicht auch ein bisschen höher fassen, das Bein dichter heranziehen, unteres Bein kann in den Kompromiss gehen, sich auch zu beugen und bleiben einen Moment hier. Es macht einen großen Unterschied, ob du die Fußspitze herangezogen hast oder ausgestreckt hast. Hier kannst du die Dehnung nochmal verstärken durch die Flexion des Fußes. Rücken runter, aktiv, Rücken runter, rechte Ferse gibt ein bisschen Druck zum Boden. Noch einmal tief ein und aus, ablegen, ausschütteln. Ein, zweimal durchatmen, locker lassen. Vielleicht antwortet der Körper mit einer sanften Erwärmung und dehnen uns dann nochmal über den Nacken, die Füße schließen, Finger verschränkt, den Kopf in die Hände legen, am oberen Teil des Hinterkopfes die Hände, bringen die Ellbogen zusammen und ziehen dann mit den Armen den Kopf hoch, aber die Schultern bleiben fest am Boden. Nicht so, was wir machen, ne? Nicht die Schultern hochheben, sondern Schultern fest am Boden, Ellbogen ziehen nach vorn und der Kopf sinkt in die Hände hinein. Über den Körper zu den Füßen gucken und darüber hinaus könnt ihr auch die Fußspitzen heranziehen. Lendenwirbelsäule runter,
Bleiben einen Moment, aber auch ohne das zusätzliche Heranziehen der Füße ist die Dehnung über den Nacken schon sinnvoll, auch als Impuls für die Nieren. Nicht, weil wir die Nieren, weil für die Blase, nicht weil wir die Blase direkt ansprechen, sondern über den Energielauf der Blase. Kopf fällt in die Hände hinein, ruhig ein und aus. Noch einmal tief ein und aus, loslassen, Kopf sinkt, Arme beiseite und ganz nach den eigenen Empfindungen schüttelt euch bitte nochmal aus und geht auch nochmal in die eigenen Bewegungen. Vielleicht braucht ihr nochmal Pavanamukta, nochmal das Ranziehen der Beine. Oder nochmal eine Drehung, oder ihr schnappt euch nochmal die Decke, oder auch eine Rolle unter die Knie, oder wie auch immer. Sorgt für euch gut, dass ihr gut liegt für die Entspannung. Und ich möchte euch heute nochmal mit dem Monochord ein bisschen betönen, weil das zur Idee der Blase und des Elementes Wasser gut passt. Wenn ihr euch zurechtgerutscht habt im Liegen, erlaubt ihr, dass die Fersen locker zu den Seiten kippen. Arme locker neben dem Körper. Ihr könnt auch den Kopf nochmal hin und her rollen. Kiefergelenke ganz locker. Spürt bitte, wie der Körper von der Erde getragen wird. Und wenn wir uns darum bemühen, für die Blase etwas Gutes zu tun, geht es ja sehr darum, die Balance zu finden, mit Druck umgehen zu können. Ich möchte euch für die Entspannung folgenden Gedanken anbieten, den ihr dann zu einem Gefühl werden lasst, während ihr von der Erde getragen werdet. Ich bin weich und fließend und stark wie Wasser. Und dieses Rauschen des Wassers könnt ihr vielleicht in Verbindung bringen mit dem Klang vom Monochord. Bei geschlossenen Augen den Körper tragen lassen, spüren. Und stark wie Wasser.
und stark wie Wasser. Ich brauche an nichts festhalten und bin vollkommen in meiner Kraft, wenn ich alles fließen lasse. Das lebendige Fließen, weich und fließend und vital und kraftvoll, wie was. Der ganze Körper, ein Meer von Energie, die Seele strahlend hell, durchlichtet. Der Geist klar, Lebenskraft fließt überall, im Körper, in der Seele und im Geist. Im Fließen lassen sind wir stark. Nehmen in jeder Körperzelle diese Information auf. Ich bin stark in meinem Fließen lassen. Ich bin stark in meinem Fließen lassen. Ich bin stark in meinem Fließen lassen. Sich selbst in aller Ruhe noch einmal energievoll strahlend visualisieren, so wie man fühlt, dass es ursprünglich zu einem gehört. Ein glücklicher Mensch. So von innen her gestärkt und der inneren Stärke wieder bewusst geworden. Nun sanft, etwas tiefer atmen, zu deinem Zeitpunkt bewegen, recken, strecken, so wie es angenehm ist, ruhig auch nochmal gemütlich in der Seitlage ein bisschen einrollen, durchatmen. Treffen uns dann im Sitzen mit überkreuzten Beinen. Nehmen die Hände vor die Brust in die Grußgeste, Schultern locker, Augen zu. Registrieren die tatsächlichen Veränderungen, die sich ergeben haben. So fühle ich mich jetzt, so durchströmt, so ruhig, so vital, so kraftvoll.
Hüllen uns ein in den Klang von Om, einen uns mit dem Allerhöchsten, dem Schönsten, das wir für möglich halten können. Atmen vollständig aus und tief und ruhig ein für den Klang Om. Verneigen uns vor dem Leben, voreinander, vor der Freude, hier an diesem Dasein Anteil zu haben. Ich möchte euch noch ein kleines Bild geben zum Element Wasser, das ja an sich immer den tiefsten Punkt sucht und hinabfließt und es wunderbar auch in sich selbst die Tiefe zu erleben. Aber das Wasser hat auch etwas Aufwärtsstrebendes. Es verdunstet, es taut auf, oder es ist, steigt auf. Und das Wasser steigt auch als Quellwasser aus der Tiefe der Erde auf. Es ist nicht nur so, dass das Wasser sinkt und dass das Wasser fließt, sondern es steigt auch auf. Und wenn wir uns hier mit dem Element Wasser befassen, versuchen wir, uns dieser Lebendigkeit wieder anzunähern, so ganz hingebungsvoll zu sein, ganz bereit, auch in die Tiefe zu gehen, fließend zu sein, aber auch aufwärtsstrebend zu sein, denn auch das gehört zum Element Wasser. Dann wünsche ich euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Viel Freude beim weiteren Üben. Tschüss.